Und herzlich willkommen hier zur Nigel-Nagel-Leuchten-Filmkritik beim Telestammtisch. Heute, da habe ich nicht nur einen tollen Gast am Start, heute geht es auch so ein kleines bisschen um zwei Filme. Und welche das genau sind, das besprechen wir gleich. Aber zunächst begrüße ich erstmal hier beim Telestammtisch den Sebastian. Moin. Moin, hi. Wir haben uns im Netz kennengelernt, beziehungsweise ich habe dich einfach mal aggressiverweise angeschrieben und mir gedacht, ach, der gute Mann, der könnte ja eigentlich ganz gut ins Konzept passen. Du bist vom Nischenkino. Wer oder was ist das Nischenkino? Ja, das Nischenkino ist eigentlich ein Hobbyprojekt von mir und einem Bekannten. Das ist ein kleines Filmmagazin und da bloggen wir zu all den Filmen, von denen wir finden, dass mehr Menschen von denen wissen sollten. Klassiker, ausländische Filme, Kino aus der Nische, aber das muss nicht immer nur irgendwie Ausgefallenes sein. Das sind auch einfach Filme, die uns gefallen oder die man halt von den Labels mal aus dem Katalog zugeschickt kriegt, wenn mal wieder irgendwas restauriert wurde. Es ist entstanden aus einem anderen Filmprojekt, das ich auch betreibe, das heißt Furious Cinema. Das ist das englischsprachige Pendant. Da haben wir das irgendwann rausgelöst, weil wir irgendwie nicht für zwei verschiedensprachige Zielgruppen Film bloggen wollten. Und jetzt gibt's beides. Und das mache ich als Hobby mit einem Bekannten. Hin und wieder haben wir ein paar Gastautoren und hin und wieder auch mal was zu aktuellen Filmen, aber in der Regel eigentlich eher ältere Sachen. Und das ist also ein Online-Magazin. Wie regelmäßig kommt da bei euch Content? Ich würde sagen, mehrmals die Woche. Das kann aber auch mal so ein bisschen in Schüben kommen. Manchmal arbeitet man an ein paar Kritiken gleichzeitig und irgendwann werden die dann fertig und dann gehen die am Wochenende alle raus. Aber da wir nur zwei sind, die das permanent machen, kann man da jetzt nicht jeden Tag neue Kritiken erwarten. Aber es gibt eigentlich selten eine Woche, wo nichts kommt. Und Leute, guckt euch die Seite unbedingt mal an. Ich bin da auch gerade drauf. Die macht auch einen sehr professionellen Eindruck. Also mal ernsthaft, da habe ich allein schon was vom Design her angeht, ist das echt klasse. Und so ein paar geile Filmkritiken kann man sich eigentlich immer mal gern geben, ne? und wir wollen heute eine Runde quatschen über zwei Filme, bevor wir zu unserem Hauptthema kommen, nämlich The Florida Project, wo wir jetzt im Laufe der Woche in einer Preview waren. Wollen wir uns noch über einen anderen Film unterhalten, der gerade auf Netflix erschienen ist. Auf Deutsch sagt man Auslöschung und auf Englisch Annihilation, glaube ich. Ich glaube auch. Und kam auf Netflix, geht knapp 2 Stunden und ist, glaube ich, R-rated. Feuerfrei, wie hat er dir gefallen? Also ich war eigentlich sehr positiv angetan. Ich habe auch in meiner Kritik mich da ein bisschen ausgelassen, weil Netflix musste da auch einiges an Kritik anstecken, weil man den Film nicht ins Kino brachte. Und Alex Garland hatte mit Ex Machina und seinen Drehbüchern und Romanen für The Beach und so, das ist ja schon ein Name, also waren die Erwartungen auch hoch. Ich fand einfach genial, wie schräg der war und wie verblüffend und gar nicht so super Hollywood-Effektmäßig, sondern halt, man hat gemerkt, dass der da irgendwie, dass es sich da ein bisschen ausgelebt hat und seiner Fantasie da freien Lauf gelassen hat. Das fand ich ziemlich beeindruckend. Und war das nicht so, dass man da quasi vor der Wahl stand, okay, man hätte ihn ins Kino bringen können, aber das Studio war der Meinung, dass wenn man das tut, müsse man, glaube ich, einfach das Ende ein bisschen abändern, weil es dann teilweise doch ein recht vielleicht genre-typisches, aber eben auch ein bisschen abstraktes Ende hat. Dass man da hätte, also das Studio wollte quasi ein anderes Ende, da hätte man ihn ins Kino gebracht und findet den Film generell, das ist zumindest das, was man überall hört und liest, wohl auch relativ kompliziert und komplex für ein einfaches Kinopublikum. Ist das eine Meinung, die du nachvollziehen kannst? Also so komplex fand ich ihn eigentlich nicht. Also wenn man sich einfach auf diese Welt einlässt, dann ist es kein sonderlich komplizierter Film. Aber was ich mir schon eingehen lasse, ist, der kommt recht intellektuell daher und ist vielleicht auch nicht so einfach verdaubar. Das Ende setzt da nochmal einen drauf. Das ist kein typisches Hollywood-Ende. Der Film verknüpft ja auch so ein bisschen so einen Survival-Thriller mit so einer Kriegstrauma-Geschichte, Existenzängste, Aliens. Irgendwie kommt da alles mit zusammen und am Ende ergibt es ein bisschen so ein Gesamtpuzzle, das nicht so ganz einfach zu durchdringen ist, glaube ich. Ja, es ist auch wirklich einfach ein schöner Genre-Mix, der also eben viel von diesem Fantasy hat, der auch, finde ich, tolle Bilder hat. Also ich hätte mir sehr gut vorstellen können, dass gerade, man sieht es auch im Trailer, also es gibt ganz viele Szenen mit
einfach so viel Natur, viel Grün, teilweise dann eben auch sehr bunten Pflanzen, die auch teilweise in der Nahaufnahme gezeigt werden. Und natürlich aber eben auch Action, ja, also die ist klar, das muss so ein Film natürlich auch mitbringen. Und ich hätte mir diese Bilder sehr gut natürlich auch auf einer Kinoleinwand vorstellen können. Jetzt ist also ein bisschen die Frage, ist das jetzt ein Problem, dass er auf Netflix kam oder eben nicht? Also, im Grunde nach ist es doch ganz toll. Das Netflix-Abo läuft eh und ich kriege hier einen niegelnagelneuen, hochwertig produzierten Blockbuster, kann man ja sagen. Mit auch hochwertig besetzt, mit Natalie Portman zum Beispiel hier in der Hauptrolle. Ist es für dich was, wo du denkst, das könnte eigentlich häufiger passieren oder findest du das doof, dass es direkt auf Netflix kommt? Ja, ich sehe das gelassen. Es gibt und es gab schon immer Filme, die es nicht ins Kino geschafft haben. Gerade in Deutschland erlebt man das eigentlich regelmäßig oder Filme, die nur 4 Tage laufen oder nur in der Großstadt, da jetzt so auf Netflix drauf rumzuhacken. Ich meine, das ist auch nur ein Konzern, der will seinen Abonnenten was Exklusives bieten. Die wissen schon, warum sie es machen. Klar, es ist schade, dass man es nicht auf der großen Leinwand sieht. Aber ich sage mal, in Zeitalter von 500 € Bildschirmen in 65 Zoll Größe, meine Güte, also es ist ja nicht so, als ob es der einzige Film wäre, der nicht ins Kino kommt. Muss man immer abwägen. Schade, schade ist es ohne Frage. Aber wie gesagt, da gibt es eine ganze Reihe anderer Filme, die haben es auch nicht ins Kino geschafft. Und da vermisse ich auch so ein bisschen den Aufschrei. Also jeder zweite französische Film kommt hier nicht ins Kino. Finde ich ein bisschen schade eigentlich, als das hier, wo, sag ich mal, die Thematik, die lockt vielleicht eher so ein bisschen so die Sci-Fi-Fans an und das sind auch vielleicht eher die, die jetzt irgendwie kein Problem haben, so ein neuartiges Vertriebsformat eher zu genießen als das Mainstream-Publikum vielleicht. Ja, guter Punkt. Sehen wir auch bei Star Trek Discovery, das ja auch direkt auf Netflix Ja, genau. kommt. Ist ein guter Punkt, dass das die Zielgruppe wahrscheinlich da sehr affin ist für diese Netzwerke. Ja, und ein Punkt, der ist mir, den will ich noch anschneiden kurz, der ist mir auch aufgefallen und da ist interessant, dass er mir überhaupt aufgefallen ist, weil er mir vielleicht nicht aufgefallen wäre, wenn es genau andersrum gewesen wäre. Nämlich der eigentliche Hauptcast, also dieses Team, das da quasi wir die ganze Zeit begleiten bei dem Weg dahin, wo die hin sind, viel mehr will ich gar nicht verraten, ist rein weiblich. Also das ist ein rein weiblich besetztes Einsatzteam und das ist mir da aufgefallen tatsächlich, ja. Also da, klar, wir haben ja häufig gemischte Teams bei so, aber hier ist er eben jetzt rein weiblich und ich finde, das gibt dem Film auch tatsächlich einfach eine Handvoll Aspekte und Facetten, die vielleicht nicht da eine Rolle gespielt hätten, wenn es ein eher männlich dominierter Cast gewesen wäre. Bis auf, ja, zum Beispiel den Ehemann von hier Natalie Portman, der Isaac heißt er, glaube ich. Genau, der Oscar Isaac. Bist du so der einzige herausstechende männliche Charakter, aber ist vor allem weiblich dominiert. Ist dir das auch aufgefallen? Und was hältst du davon? Ja, ich habe auch gerätselt und ich habe dann, als ich meine Kritik geschrieben hatte, auch erst überlegt, ob ich da so groß drauf eingehen soll. Dass wir da überhaupt drüber reden, glaube ich, spricht ja schon Bände und man könnte jetzt aus so einer MeToo oder Feminismus oder sonst wie Debattenperspektive sagen, vielleicht gibt es irgendwann eine Zeit, wo wir uns über sowas nicht mehr unterhalten müssen. Da wir das noch machen, ist es okay. Ich würde es in dem Film eher so sehen, die vorherigen Missionen, bevor diese Frauentruppe ins Dickicht geschickt wurde, das waren Männertruppen, die sind alle gescheitert. Also versucht man es jetzt mal mit denen und hofft, dass die es richtig machen. Ob dem so ist, muss jeder dann selber sehen, wenn er den Film guckt. Aber es spielt natürlich irgendwie da so rein. Also der Natalie Portman-Charakter ist ja auch ein Charakter, auch eine ehemalige Soldatin und der Mann ist ja auch ein Soldat. Also eine gewisse Gleichberechtigungsdebatte kann man oder irgendwas kann man da schon mit rein interpretieren vielleicht. Aber würde ich jetzt eher mal zu raten, das ganz offen zu gucken. Ja. Also wer den Film jetzt noch nicht gesehen hat. Wo ich auch denke, dass auch da die Zielgruppe dem Grunde nach gar kein Problem mit haben sollte. Ganz im Gegenteil. Ich Nö, glaube, die sind da also sogar sehr offen und empfänglich. wo ich eigentlich eher ein bisschen Problem mit hatte, ist, das sind alles super Schauspielerinnen, aber irgendwie kam keine von denen so richtig zur Geltung. Also, es sind quasi 5 Nebenrollen irgendwie und die gehen ein bisschen unter. Also, ich hatte nicht das Gefühl, dass die alle sehr viel Raum hatten, sich auszuleben, bis auf ein paar Ausnahmen, die man vielleicht jetzt nicht verraten sollte. Das fand ich ein bisschen schade. Also, ich fand auch Natalie Portman jetzt nicht, hat mir jetzt auch nicht vom Hocker gerissen hier, muss ich sagen. Ja,
Das ist völlig nachvollziehbar, was du sagst. Es wird viel angedeutet und auch die Motivationsgründe für die einzelnen Teammitglieder, sich vielleicht eben in diese Situation zu begeben, die werden angerissen und so ein ganz leichter Hintergrund und Konstellation durchaus auch. Aber das ist schon richtig, dass sie irgendwie alle so ein bisschen, naja, also da bleibt nicht viel von in Erinnerung von diesen jeweiligen Charakteren. Und bei Portman haben halt viele in ihren Kritiken bereits schon geäußert, dass da sie wohl relativ hölzern spielen würde. Also jetzt nicht unbedingt glaubhaft. Ich weiß nicht, dass diesen Eindruck hatte ich jetzt so in der Form nicht. Fandst du sie hölzern? Ja, hölzern ist vielleicht ein bisschen hart. Also, wie gesagt, es hat mich irgendwie nicht so ganz überzeugt. Was du gerade gesagt hattest mit den Hintergründen, die mussten alle bei irgendeiner Lagerfeuerszene mal kurz preisgeben, wie sie da alle zusammengewürfelt wurden. Was man irgendwie bei jedem Film hat, wo irgendwie so eine Truppe da ins Dickicht muss. Irgendwann sitzen sie da alle am Lagerfeuer und erzählen kurz, entweder wo sie herkommen, wie sie da gelandet sind oder was sie machen, wenn der Krieg rum ist. Also das ist so ein ganz, ganz genre-typisches Ding. Aber mehr erfahren wir nicht. Und bei Natalie Portmans Charakter ist es ein bisschen mehr. Aber irgendwie, ich habe es mir irgendwie so erklärt. Ich glaube, die wussten alle nicht so recht, was um sie rum passiert, weil als Schauspieler, bis die Effekte fertig sind, weiß man ja auch, die spielen das ja alle vor einem Greenscreen. Vielleicht haben die einfach nicht so richtig gewusst, was los ist. Das wäre denkbar, ja. Dann kommen wir vielleicht auch einfach kurz zum Fazit. Wir wollen jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich zwinge meine Besucher im Cast immer dazu, dass wir so ein bisschen Punkte vergeben müssen. Einfach um da zumindest eine grobe Einordnung zu machen. Bei uns ist quasi 5 Punkte das Maximum und das absolute Meisterwerk, aber auch 0 Punkte wären denkbar. Und vielleicht um dir noch ein bisschen Raum zu geben, dir da Gedanken zu machen, ich würde bei 4 von 5 Punkten rauskommen, weil ich generell dem Genre sehr zugeneigt bin, euch viele tolle Sachen da erkennen konnte, viele tolle Ideen erkennen konnte und den Film auch durchgängig unterhaltsam und spannend fand. Gerade gegen Ende haben wir auch einen tollen Soundtrack, der auch immer wieder gelobt wird und andere würden dem Film vielleicht eher 3 von 5 Punkte geben, aber weil ich eben dem Genre so zugeneigt bin, gibt es da noch diesen einen Extrapunkt bei mir. Wie sieht es denn bei dir aus? Wie hat dir der Film gefallen? Ich habe gerade nochmal gespickt, wie ich dann bei Letterboxd bewertet habe. Da habe ich 3,5 vergeben. Ich glaube, was zum vollen vierten Stern gefehlt hätte, war tatsächlich ein bisschen mehr Dreidimensionalität bei den Charakteren. Ansonsten würde ich ich würde jedem empfehlen, den zu gucken. Großen Bildschirm an, Sound auf und einfach mal sich ein bisschen auf die Fantasie von dem Regisseur hier einlassen. Und dann glaube ich, hat da jeder was davon. Da muss man auch nicht unbedingt ein Sci-Fi-Fan sein. Also ich fand es eine sehr fantastische Geschichte. Prima, sehr gut. Dann haben wir das auch abgehakt. Schaut ihn euch einfach mal an. Wenn er eh im Netflix-Abo drin ist, gibt es keinen Grund, es nicht zu tun. Der zweite Film und der eigentlich quasi das Hauptthema, um das heute gehen sollte, ist ein Film, da haben wir beide die Gelegenheit, den in der Preview wahrzunehmen. Der ist jetzt schon am 15. März in die deutschen Kinos gekommen, hat eine Gesamtlänge von 1 Stunde 51 und ist, glaube ich, ab 12 Jahren freigegeben. Und wir reden vom The Florida Project, der auch an vielen Ecken und Kanten viel Aufmerksamkeit erregt hat. Ja, vielleicht magst du uns mal kurz erzählen, worum es in The Florida Project eigentlich geht. Ja, gerne. Also, mir fallen zwar jetzt die Namen der Charaktere nicht ein. Im Wesentlichen haben wir es mit einem kleinen Motel in der Nähe von Disneyland oder Disney World in Florida zu tun. Also ich würde mal sagen, fast schon so ein heruntergekommenes Motel in der Gegend der Vereinigten Staaten, in denen es eigentlich keine Sozialbauten gibt. Das heißt, in dem Motel wohnen halt wirtschaftlich nicht so gut situierte Familien, alleinerziehende Mütter, Prostituierte, Drogenhändler und so weiter. Und der Film handelt von einem kleinen Mädchen, die mit ihren Freunden da quasi den Alltag erlebt. Und da sehen wir aus der Perspektive der Kinder quasi die ganzen gesellschaftlichen Probleme, mit denen die Erwachsenen eigentlich da zu kämpfen haben. Na, ihre Mutter, die tut sich ein bisschen hart, durchs Leben zu kommen, finanziell. Der Manager von dem Hotel, ihre Freundinnen, die alle irgendwie Kinder von anderen Mitbewohnern in dem Hotel sind. Und man merkt so ein bisschen, wie die Kinder damit umzugehen haben. Und das ist brillant. Und das hat alles nicht so eine richtige Story, sondern das ist eher so ein bisschen so wie Alice im Wunderland.
Wir sollten, also die Namen habe ich mir parallel rausgesucht von den einzelnen Charakteren. Ich denke, man sollte im Wesentlichen eigentlich drei Stück mal rausnehmen und vielleicht auch den Namen der Schauspieler hier nochmal kurz erwähnen. Das kleine Mädchen, von dem wir sprechen, die so ein bisschen auch dieser, ja, aus deren Blickwinkel wir das meiste im Film eigentlich wahrnehmen, ist die kleine Moony, gespielt von der Jungschauspielerin Brooklyn Prince. Ihre Mutter namens Haley wird gespielt von der Neuentdeckung Bria Renette, glaube ich, würde man die aussprechen. Und wenn man mal guckt, was die bis jetzt gemacht hat, dann fällt da auf, dass das gar nicht so viel ist und sie, wenn überhaupt, eher in Serien anzutreffen war. Und das hat auch einen ganz einfachen Hintergrund. Ich hatte gelesen, ich will mich jetzt nicht drauf festnageln lassen, aber das waren aus zwei Quellen, insofern wird es wohl stimmen. Dass das eigentlich keine klassische Schauspielerin ist. Die gute Frau hat einfach ein wahnsinnig bekanntes Instagram-Profil und präsentiert sich da sehr gut und ist dort wohl dem Studio aufgefallen und man hat einfach Kontakt mit ihr aufgenommen und ihr die Rolle angeboten und dann hat sie einfach mal drauf losgespielt und es hat offensichtlich sehr gut funktioniert. Sie passt wohl anscheinend sehr gut in die Rolle. Sie ist eben eine tätowierte Frau, die sich eine junge, attraktive tätowierte Frau, die da auch sehr gut in diese Rolle reinpasst und ja, offensichtlich hat sie auch ganz gut die Rolle der Mutter Haley eben spielen können. Und dann natürlich noch Nummer 3 und der vielleicht einfach auch der bekannteste Schauspieler im ganzen Film, William Dafoe, der diesen Hausmeister bzw. den Manager von diesem Motel spielt, den Manager Bobby, den wir natürlich auch kennen. Und jetzt will ich mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, der war sogar nominiert für die beste Nebenrolle. Ja, zu Recht würde ich auch sagen. Genau, also ganz toller Film. Und mit der Story, genau, wir haben ja jetzt, also. Ich weiß nicht so genau, hast du den Trailer gesehen vorher? Hatte ich gesehen, ja, und war natürlich gleich schon weg. Ich kannte auch den letzten Film von dem Regisseur, wusste quasi so ein bisschen vielleicht, oder ich hatte vermutet, worauf ich mich da einlasse. Aber ich war dann trotzdem total überrascht von der Art des Films. Was ich vor allem überraschend finde, ist, dass wir quasi wie so den Alltag erleben. Wir erleben, wie die quasi in diesem Haus wohnen, was sie dafür tun müssen, um in dem Motel überhaupt bleiben zu können. Denn es gibt zum Beispiel sowas wie Maximalfristen. Die können nur eine gewisse Anzahl an Tagen oder Übernachtungen da am Stück in diesem Motel eben wahrnehmen. Da gibt es wohl gesetzliche Vorschriften, weil es sonst quasi so eine Art Wohnsitz wäre. Und es ist ja eigentlich kein Wohnsitz. Es ist ja eigentlich das Einmieten in einem Zimmer, was dem Grunde nach für Touristen auch angedacht ist, sodass sie dann halt nach einer gewissen Anzahl an Tagen quasi das Motel für mindestens eine Nacht verlassen müssen. Und da ist natürlich die Frage, Menschen, die da eigentlich leben, ihr ganzes Hab und Gut in diesen Zimmern haben und da auch sozial dann natürlich entsprechend integriert sind in diesem Umfeld, wo gehen die hin? Was machen die? Wie funktioniert das dann? Ja, wie sieht einfach der Alltag aus? Wie organisieren sich Leute, die vielleicht auch kein Geld haben und das Geld irgendwo zusammenkratzen müssen, mit was auch für Jobs für immer für Jobs? Wie kriegen die das Geld und wie essen die einfach? Wo kommt das Essen her? Wie gehen die vielleicht mal feiern? Wie ist der Umgang mit Drogen, der dann natürlich auch eine Rolle spielt? Und das Ganze in einem Umfeld eben in Florida, wie der Titel des Films ja eben auch verrät. Und er spielt eigentlich, also er spielt in der Nähe von Orlando, ne? Und also wahrscheinlich sogar in Orlando, nämlich in der Nähe von diesem Freizeitpark. Ich weiß nicht, ob ihr da mal gewesen seid. Ich persönlich bin da mal gewesen und habe mir den Warner Brother Park angeguckt. Gleich daneben ist ja auch Disneyland. Da kommen also jedes Jahr, jeden Tag wahrscheinlich tausende Touristen. Geben wahnsinnig viel Geld für Eintritt, Essen aus, für ja auch Übernachtungen in entsprechenden Resorts und anderen Zimmern. Und gleich nebenan haben wir eben dieses Motel von dem Menschenleben, die eher aus einer sozial schwachen Schicht kommen. Und das ist natürlich ein ganz krasser Bruch. Wir sehen beispielsweise auch, wie nah das aneinander liegt, indem man mal guckt, was da starten andauernd Hubschrauber. Andauernd, da gibt es so einen Hubschrauber, der ist super laut. Es ist quasi in deren Vorgarten startet ein Hubschrauber. Immer wieder fliegt der, kommt der mehrfach im Film. Und was ist das überhaupt? Das sind schlichtweg die Touristen, die wahnsinnig viel Geld ausgeben können, um sich so einen Hubschrauber zu mieten und da einfach mal eine Runde über Florida zu fliegen. Und das ist schon krass, wie nah da diese verschiedensten sozialen Schichten aneinander leben. Fand ich ganz faszinierend, das zu sehen. Ihr erlebt da also mehr so den Alltag und tolle Schauspieler, die auch einen guten Job machen. Ich fand, da gab es keinen Totalausfall. Gerade bei den Kindern, wo man immer so eine gewisse Angst haben kann, war da wirklich, das war echt eine gute Leistung. Sind dir die Kinder auch aufgefallen?
Ja, und das hat man ja vorab auch schon gesagt. Also gerade Brooklyn Prince ist halt ein absolut, das ist gigantisch, was die liefert. Die hält eigentlich den ganzen Film zusammen. Und das von einem kleinen Kind zu erwarten, das ist ja eigentlich, das ist fast schon, das grenzt an Wunder. Also wie man die gefunden hat, die erleuchtet eigentlich die ganze Leinwand, die bringt dem Zuschauer das Schmunzeln ins Gesicht und wird halt eingerahmt von einer ganzen Reihe anderer Kids, die auch alle super gespielt haben. Ihren kleinen Freund Scooty, aber eben auch Willem Dafoe, dessen Bobby-Charakter ja sowas wie ein Ersatzvater ist für die und der so als die gute Seele des Motels sich ein bisschen um die Leute kümmert, ne? Auch wenn der Besitzer des Motels mal wieder Stress macht oder wenn die Polizei kommt oder das Jugendamt oder so. Das ist der so ein bisschen dazwischen steht und fürs Rechte guckt und den Leuten ein bisschen unter die Arme greift, aber halt auch selber wahrscheinlich Scheiße verdient und da genauso feststeckt eigentlich wie die anderen. Und das ist alles so ein kleines Ökosystem fast und ist alles wunderbar gespielt, fand ich. Also würde mich nicht überraschen, wenn da noch viel mehr dabei sind, die keine professionellen Schauspieler sind. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass man da wen auch immer, wo auch immer gecastet hat. Das ist also echt großartig. Und was ich mir zum Beispiel auch noch so, nachdem ich die Filme habe, mal so ein bisschen sacken lassen, aufgefallen ist, ich weiß nicht genau, wie deine persönliche Situation ist, aber ich finde, es ist so im Nachhinein sehr interessant, wie man, ob man jetzt eigentlich die Figuren, ob man die jetzt, die Figuren, ja, also nicht die schauspielerische Leistung, sondern die Figur selbst, ob man die jetzt gut fand oder nicht gut fand. Ob man irgendwie ein bisschen mit denen mitfühlen kann, dass sie natürlich einfach auch vielleicht nicht ohne Grund in ihrer Situation sind und die sich halt einfach durch den Alltag boxen und dann natürlich dem ein oder anderen Problem natürlich auch einfach irgendwie klarkommen müssen. Ob man da quasi so ein bisschen empathisch Mitgefühl hat oder auf der anderen Seite, und das war so ein bisschen im Nachgang des Films so ein bisschen auch mein Eindruck, das Finale, das ich hier nicht spoilern will, aber das Finale durchaus eben auch relativiert. Das sind halt auch schon noch ganz schöne Assis. Gerade diese Mutter, diese Hayley, wie die so unterwegs ist, was die in Anwesenheit ihrer Tochter tut und lässt, ist schon ganz schön krass. Und ich persönlich, also das ist einfach eine Rabenmutter. Ja, von vorne bis hinten ist diese Frau eine Rabenmutter, die auch kein guter Umgang für ihr Kind ist. Und das ist ganz interessant, dass ich jetzt während des Films selber eher so ein bisschen diesen empathischen Gedanken hatte und dachte, ach, das ist ja, na, hoffentlich geht's denen gut. Aber so nachdem der Film jetzt geschehen ist, nachdem ich ihn jetzt ein bisschen, wie gesagt, sacken lassen, das sind jetzt schon ganz schöne Assis, mit denen ich eigentlich kein Mitleid haben will. Kannst du das nachvollziehen? Nicht so ganz. Also grundsätzlich, ja, die mag eine Rabenmutter sein, aber die kann ja auch nichts irgendwie dafür. Also das ist ja so eine gesellschaftskritische Perspektive, die der Film einnimmt, aber eben aus der Perspektive der Kinder, was finde ich stilistisch ein geniales Mittel ist, um eben so ein bisschen einen Schritt zurückzumachen und zu sagen, ja gut, man lässt sich jetzt nicht auf eine Interpretation ein, warum sind die da jetzt arm, warum wohnen die da? Die wohnen da einfach und die Kinder kennen das auch gar nicht anders. Und die kleine Muni, die weiß ja auch nicht, dass ihre Mutter eine Rabenmutter ist. Das ist einfach ihre Mami und das Motel ist das Schloss, in dem sie leben. Und das Ende, ohne zu sagen, wie es endet, unterstreicht das ja so ein bisschen, indem halt für das Kind reiht sich da halt eine kleine Katastrophe an die andere, aber es geht halt immer irgendwie weiter. Und ich glaube, man vergisst auch so ein bisschen aus dieser ja doch recht angenehmen europäischen Blase, in der wir leben, dass das halt für ganz, ganz viele Amerikaner die Realität ist. Also ich habe auch in den USA studiert und da gelebt und gearbeitet. Und es braucht nicht viel, um zu sehen, dass das nicht eine kleine Nische an Leuten ist, sondern dass es ganz, ganz vielen Leuten so geht, wie dieser Haley. Ja? Also das ist halt, und deswegen ist das auch so ein schöner Konterpunkt. Nee, die laufen im Prinzip über die Straße und da ist der Disney World und da geben die Leute 1000 Euro am Tag für ihre Familie aus für Zuckerwatte und Achterbahn und sonst wie und die muss irgendwie in der Woche paar hundert Dollar zusammenkratzen, damit sie sich da was zu essen kaufen können. Also wie man das jetzt interpretiert, warum sind die da, haben die das sich selber eingebrockt?
Da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ich find's wunderbar, wie man sich der Story angenähert hat und vielleicht auch dem Massenpublikum ein bisschen die Augen geöffnet hat, wie manche Leute da eben so sich über die Runden schlagen müssen. Man könnte jetzt auch sagen, ja, das ist jetzt so ein bisschen ein Blick in Trumps Amerika. Also das sind halt ein bisschen so die Zurückgelassenen. Aber das hat man hier auch. Man muss halt, ne, muss ein bisschen, lebe ja in Berlin, man muss halt ein bisschen rausfahren. Oder mal in der Ecke von Berlin, wo es einem nicht so gut geht. Das ist natürlich nicht auf so einem amerikanischen krassen Niveau bei uns teilweise, aber ich fand es nett, wie man das dem Zuschauer hier näher bringt. Dann würde ich sagen, können wir auch direkt zum Fazit kommen und da vielleicht noch so ein bisschen was zusammenfassen. Der Film hat mir persönlich während des Schauens sehr gut gefallen. Hat mich überrascht darin, dass wir quasi so ein bisschen den Film erleben, der von Situation zu Situation übergeht, ohne jetzt ein klares Hoch, also ohne jetzt, man könnte sagen, es gibt jetzt keinen klassischen Handlungsverlauf. Es gibt mehr so ein vor sich hin dümpeln mit verschiedenen Highlights und natürlich einem großen Finale. Das hat mir insgesamt gut gefallen. Ich bin sehr überrascht von den schauspielerischen Leistungen. Also wie gesagt, gerade die Kinder allesamt, da sind diverse dabei, machen eine tolle Arbeit. Da ist keiner dabei, wo man glaubt, die sind total aufgeregt oder die kichern eigentlich so ein bisschen während des Schauspielerns vor sich hin. Das hat man bei Kindern ja häufiger, dass sie, sobald da eine Kamera an ist, sie da irgendwie so ein bisschen auch mit einem halben Auge in die Kamera gucken und so. Alles nicht dabei, wirklich gut. Ich fand die Hayley gut gespielt. Ich fand William Dafoe fantastisch, mag den ja generell. Das ist ein ganz toller Film. Man muss sich da eben drauf einlassen wollen, auch auf diese Thematik mit der Sozialkritik, mal einfach so eine Sozialstudie im Endeffekt zu sehen, aus Florida und was es da eben auch für Menschen gibt. Und vielleicht auch diesen krassen Bruch in Zusammenhang zu dem, also diesen krassen Bruch zu den ja eher reichen Touristen, fand ich ganz faszinierend, hat mir gut gefallen. Wie gesagt, man könnte drüber streiten, ob man da jetzt eine Geschichte erzählt bekommt oder eben nicht, weil auch nach dem Film ist vor dem Film, man hat, also es geht auch da, wird es jetzt, wenn die Charaktere echt wären, wird es halt weitergehen und nun gut, so komme ich für mich persönlich ja bei 4, vielleicht 4,5 von, sagen wir mal eher 4 Punkten raus von 5. Sehr unterhaltsamer Film, der aber sicherlich in die Stimmungslage passen muss, die man gerade hat. Wie siehst du das denn? Was wäre dein Fazit? Ja, ich hätte auch 4 von 5 vergeben, habe dann aber schon zu ein paar Leuten deutlich gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass das der Oscar-Gewinner gewesen wäre. Das ist aus meiner Sicht ein bezaubernder, ein unterhaltsamer, ein trauriger, ein mitreißender und insgesamt ein sehr, sehr wichtiger Film. Der hätte diese Auszeichnung verdient gehabt. Ich war kein Fan von dem letzten Film, Tangerine, glaube ich, heißt der. Das fand ich irgendwie nervig mit dieser iPhone-Kamera und das war irgendwie nicht so meins. Hier war ich total baff. Also, ne, die ganzen Kids, die schauspielerische Leistung, dieser leicht kindliche Umgang mit diesem super, super schwierigen Thema. Das ist nicht einfach, das so zu verpacken, finde ich. Also ganz große Klasse, wie man das gemacht hat. Und was natürlich auch schön ist, das darf man nicht vergessen, der Film ist auch handwerklich total super gemacht. Dieses quietschbunte, diese Pastellfarben, die Beleuchtung, die Reklamen, das Setting, da sieht man dann mal irgendwie das Feuerwerk von Disney World und dann sitzen die da oder sie sitzen vor einer quietschbunt angemalten Hauswand und essen Eis und so. Also es ist irgendwie. Deswegen sagte ich eingangs, das ist so ein bisschen wie Alice im Wunderland. Also die Kids, die haben da ihren Spaß dran. Die kennen das nicht anders. Und als Zuschauer kennt man es aber schon anders. Also ich war hin und weg. Also man muss den unbedingt sehen, sag ich mal. Unbedingt sehen ist wahrscheinlich das beste Prädikat, was man so einem Film geben kann. Sebastian, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Expertise, die du heute mit uns geteilt hast. Ich werde natürlich in die Shownotes alle Links packen, die es zu dir gibt. Wir werden auf jeden Fall auch die Magazine von dir alle, die Links da eben alle in die Shownotes packen. Und man kann dich und deine Projekte quasi überhaupt nicht mehr übersehen. Vielen Dank. Gerne, hat Spaß gemacht. Bis dann. Ciao.